Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Viktor Hehn, Die Dattelpalme. Die Dattelpalme verlangt Sandboden und liebt den sengenden Hauch der Wüste. Aber als Gegensatz ist Befeuchtung ihrer durstigen Wurzeln unentbehrlich. Der König der Oasen, sagt der Araber, taucht seine Füße in Wasser und sein Haupt in das Feuer des Himmels. Kein Sturm bricht oder entwurzelt die Dattelpalme, denn ihr Stamm besteht aus den verflochtenen Fasern der Blattstiele, und die durcheinander geschlungenen Wurzeladern binden sie in den Boden. Sie wird 50 und mehr Fuß hoch, sie wächst langsam, ist mit 100 Jahren in ihrer vollen Kraft, von da an nimmt sie ab. Durch das Schirmdach der säuselnden, geneigten Blätter dringt kein Sonnenstrahl. Drunten weht es lieblich, auch das Wasser fehlt nicht. Gemüse und kleinere Fruchtbäume gedeihen noch auf dem Boden. Alle Ortschaften, alle Einzelhütten der Araber bergen sich in Palmenhainen. Und mit Freude sieht der Reisende am Wüstenhorizont die grünen Kronen auftauchen. Gewiss, dort bewohnte Stätten und gastfreundliche Aufnahme zu finden. Ehret die Dattelpalme, soll der Prophet gelehrt haben, denn sie ist eure Mutter. Im heutigen Arabien bildet die Dattel das Brot, das eigentliche tägliche Brot des Landes und zugleich den wichtigsten Handelsartikel.